Wir haben hier über die letzten Jahre immer wieder Häutungen von Amphibien vorgefunden, insbesondere Erdkröte. Der Knackpunkt, der Schwerpunkt vor allem, war letztes Jahr an Ostern. Da waren es um die 400 gehäutete Erdkröten. Und lange Zeit haben wir gerätselt, wer könnte der Übeltäter sein. Wir hatten Iltis im Verdacht, den haben wir hier aber nicht. Dann haben wir tatsächlich Trittsiegel vom Waschbär gefunden und haben uns dann an die Universität Frankfurt, an die Goethe-Uni gewendet, die gerade das Zobiak-Projekt am Laufen haben. Und zusammen sind wir zum Ergebnis gekommen, dass der Waschbär war. In der Bundesrepublik Deutschland sind eigentlich typischerweise isolierte Gewässer für die Amphibien von Bedeutung. Da haben wir zum Beispiel hier einfach Oberflächengewässer oder auch Steinbruchanlagen, wo sich Wasser hält. Wir haben an diesen spezifischen Plätzen dann Prädationsereignisse von Waschbären auch in der Vergangenheit festgestellt. Waschbären konditionieren sich auf die Rufe, werden trainiert, die Amphibien locken die an und dann werden die Amphibienarten gefressen, teilweise bei lebendigem Leib. Wir haben Bilder auch in der Universität, wo man das zeigen kann. Das sind Bilder, die man auch in der Öffentlichkeit unbedingt diskutieren muss. Im zeitigen Frühjahr sucht der Waschbär hier gezielt die Amphibien-Laichgewässer auf und frisst Erdkröte und Grasfrosch und deren Laich. Da reichen meistens schon 2, 3 Waschbären, um für extreme Auswirkungen zu sorgen. Würde das permanent passieren, hat das massive Auswirkungen auf das Ökosystem hier, weil es ist eine Nahrungsgrundlage, die fehlt für andere Arten. Seien es Molche, Eisvögel, Ringelnattern, Schwarzstörche, alles sind auf Amphibien und deren Larven angewiesen. Und er ist eben dann in dem Moment eine Gefahr für die Artenvielfalt. Der Waschbär bringt seinen Jungen bei, wie man die giftige Krötenhaut entfernt, schält, um die Innereien zu fressen. Deswegen sind wir gezwungen, hier einzugreifen, um ein Aussterben der Frösche und Kröten zu verhindern. Dies tun wir mittels Lebendfallen mit modernen Fangmeldern, weil eine elektrische Zäunung hier nicht möglich ist, weil es den Biber gefährdet. Das verbietet sich aus dem Naturschutz heraus. Waschbären haben lokal eine enorme Bedeutung für Amphibienbestände. Das zeigt auch unser Forschungsprojekt Zobiak, auch in der Vergangenheit. Fangjagd kann tatsächlich für lokale Amphibienbestände einen Schutz bedeuten, eine Sicherung bedeuten. Hier sind weitere Forschungsfragestellungen auch nochmal zu klären, dass man Jagd effizienter gestaltet, Fangjagd effizienter gestaltet. Und natürlich spielt auch da der Tierschutz eine große Rolle. Ja, das Zobiak-Projekt der Goethe-Universität Frankfurt. Zobiak steht für zoonotische und wildtierökologische Auswirkungen invasiver Karnivoren, also Waschbär und Marderhund zum Beispiel. Wir untersuchen die Auswirkungen auf die Artenvielfalt, Biodiversität, Amphibien zum Beispiel, auf Vögel zum Beispiel. Wir untersuchen gleichermaßen Krankheitserreger, die auch für den Menschen gefährlich werden können, Beispiel Waschbär-Spulwurm zum Beispiel. Und wir modellieren die zukünftige Ausbreitung dieser Tierarten für Europa. Mit Mageninhaltsanalysen konnten wir zum Beispiel feststellen, dass Waschbären Gelbbachunken fressen, zum Beispiel Grasfroscharten haben wir festgestellt. Auch die Erdkröte haben wir sowohl als Mageninhaltsanalyse als auch mit modernen PCR-Methoden festgestellt. Und wenn man das ganze Bild zusammenschließt, dann kann man schon sagen, dass Waschbären gravierende Auswirkungen haben auf lokale Amphibienvorkommen. Ja, in der Studie konnten wir zum Beispiel zeigen, dass im Bereich von Mitteldeutschland 9 von 10 Waschbären Waschbär-Spulwurmträger sind. Das ist tatsächlich ein Parasit, der für den Menschen gefährlich sein kann. Waschbären legen zum Beispiel Kotplätze an auf dem Dachstuhl. Und wenn man dann den eingetrockneten Kot wegkehrt, dann kann man sich über diese Eier tatsächlich infizieren. Und das kann dann schon gefährlich sein. Wir sammeln bundesweit Blutproben ein und in Zusammenarbeit mit dem Friedrich-Löffler-Institut konnten wir zum Beispiel West-Nil-Virus nachweisen in Waschbärpopulationen in Sachsen-Anhalt. West-Nil-Virus, eine Krankheit, die auch für den Mensch tatsächlich gefährlich werden kann, bis zu Hirnhautentzündung. Und das zeigt auch am Beispiel vom Waschbär-Spulwurm, dass der Waschbär Krankheitserreger trägt, die für den Menschen tatsächlich gefährlich werden können. Eine andere Forschungsfragestellung ist, wir modellieren
zukünftige Ausbreitungsgebiete für diese invasiven Tierarten Waschbär und Marderhund. Wir gucken dann unter Verwendung von Klimadaten, unter Verwendung von Monitoringdaten, wie sich Populationen ausbreiten in Europa und welche Vorortsituationen dann da entstehen, zum Beispiel auf Auswirkungen Biodiversität oder auch Krankheitserreger, die dann die Tierarten dann mitbringen können, gegebenenfalls auch wieder zurück nach Deutschland.